Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 19.04.2022. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Osterfest und habt ein bisschen entspannt und euch hoffentlich nicht zu sehr gelangweilt. Aber Langeweile, das ist auch so ein bisschen das Stichwort, was für den Donnerstag zutrifft. Wir hatten ja darüber gesprochen, hatten unseren wartenden Mann hier, erinnert euch, der saß hier am Hügel, um hochzuklettern, mit der Zeitung in der Hand und hat gewartet. Und haben darüber gesprochen, dass wir hier einen Abwärtstrend drin haben, dass der durchaus brechen kann. Unser DAX aber doch schon ein bisschen träge, auch im Bewegungsverhalten ist. Man deswegen nicht zu safe rangehen sollte, wenn er einfach unten dann sich rausbröckelt unter der 14.000, 13.954 dann wieder nach unten wegsinkt, dass er dann auch durchaus das Potenzial hat, einfach auch weiterzulaufen halt, ne? Auch rein aus der Tagesebene heraus. Dort definitiv noch Potenziale hätte, insbesondere auch so 57, ne, das waren alles so Marken, die wir benannt haben. Und wir haben einen DAX gesehen, der durchaus probiert hat, Torpen rauszukommen, halt, ne, der das durchaus probiert hat, aber da war einfach kein Volumen dahinter. Da war wahrscheinlich einfach jetzt der anstehende Feiertag zum Freitag, zum Montag ausschlaggebend, dass dort eben kein Volumen kam. Und das ist immer wichtig, dass auf einem Ausbruch Volumen kommt. Aber wir sind erstmal außerhalb der Trendlinie, außerhalb des Abwärtstrends rein. Physisch betrachtet vom Bewegungsverhalten definitiv noch kein Trendwechsel zu erkennen. Auch wenn er jetzt ja einfach aus der Linie rausgelaufen ist, ist er vom Bewegungsverhalten noch nicht so, dass wir sagen können, okay, das ist jetzt hier wieder ein straffer Aufwärtstrend, jetzt sollte man zusehen, dass wir jetzt unbedingt long reinkommen. Aber er hat zumindest eine gute Grundlage dafür geschaffen. Und vom Bewegungsmuster vielleicht sogar mögliches kleines steigendes Dreieck, könnte aber auch noch ein bärischer Keil werden, je nachdem, wie er sich jetzt am nächsten Hoch gibt hier. Zum Montag haben ja die US-Futures offen gehabt, also die Amerikaner haben gehandelt. Und da haben wir unseren DAX, ja, ich sag mal, außerbörslichen Indikationen auch mitgezogen. Der war auch relativ reaktionsfreudig zwischen, ich sag mal, so 14.000 und 14.051 hin und her gelaufen. Wurde zum Abend aber fast wieder punktgenau um die 14.100 platziert, sodass wir wahrscheinlich am Dienstag eine relativ unveränderte Eröffnung bekommen. Und dann kommt es halt drauf an, ne? Kriegt unser DAX höhere Hochs zustande? Und wenn ja, werden diese vom Markt angenommen? Das ist jetzt wirklich wichtig. Wie reagiert der Markt auf neue Hochs über 14.200? Kommt dann direkt wieder eine fette rote Stundenkerze. Kann man davon ausgehen, dass er nochmal zur unteren Keilkante kommt, dort schnuppert, erstmal wieder nach oben. Und wenn dann diese Verkeilung sich nach unten löst, dann hätte er definitiv nochmal Potenzial, hier in die 13.870 runter zu gehen. Ne, was ist das Tief? 13.890, ne? Und dann auch weiterzufallen. 13.800, 13.67, 13.750, dort lag noch eine Fibo-Projektion, 13.700, das sind dann alles Ziele. Wenn er hier oben jetzt ein neues Hoch nicht annimmt, ja, wenn der Markt das neue Hoch nicht annimmt. Nicht annimmt heißt, dass das neue Hoch nicht gehalten werden kann. Sehen wir aber zum Dienstag einen DAX, der das eben halten kann. Einen DAX, der hier grüne Stundenkerzen nach oben stellt, hier oben bleibt und dann weiter drückt, hat er locker das Potenzial, dann hier diese Abwärtsbewegung als beendet zu erklären. Das heißt, wir hätten dann wieder ein Bewegungsziel von, ja, wer hätte es gedacht, 14.340 bis 14.360, die kennen wir, die hatten wir schon mal länger im Visier gehabt, die wäre dann wieder erster Anlaufpunkt und wenn er die dann gehebelt kriegt, dann geht es hier in die nächste Zone rein, die hier um 14.470 bis 14.445 wieder anfängt, ja, und auch wenn er darüber geht, wird es dann wieder ein bisschen freier, aber es muss halt auch kommen und er muss das gut machen, er muss sich da oben rausstehen. Tut er das nämlich nicht, dann wird das eine bärische Verkeilung im Zweifel, die dann durchaus dynamisch auch nach unten lösen kann und das Risiko ist noch nicht raus, dafür ist der Anstieg viel zu flach, auch wenn da ein Feiertag drin ist, scheißegal, ja, also das Muster ist Muster. Ja, das ist dann vollkommen egal, das darf man dann auch nicht sagen, naja, das muss man jetzt außen vor lassen und so weiter, das ist ein Handelstag, es waren Marktteilnehmer, die Börse war offen und so sollten wir das dann entsprechend auch werten. So, und wenn der DAX jetzt hier dann eben in dem Muster bleibt und dann eine Verkeilung draus macht, die nach unten bärisch auflöst mit Dynamik, dann ist das Tief hier wieder dran und dann geht es auch tiefer. Also das sieht man auch insbesondere im Tageschart schon recht deutlich. Ja, wenn hier unten der Bereich um das untere Bollinger Band aufbricht, dann geht es flott nach unten halt. Ne? Dann haben wir schon öfter mal über das offene Gap hier gesprochen, um die 14.540 rum und auch über das bei 13.015. Das heißt, wenn der DAX anfängt, aus dem unteren Tagesband rauszufallen, dann ist hier, das ist alles bis zur lila Zone hier, das ist Platz halt. Ne? Also, dann kann der DAX durchaus dann auch schneller werden, ne? Ein bisschen ruppiger werden auch vom Bewegungsverhalten und wieder stärker trenden. Ich finde, das ist momentan noch nicht so richtig krasser Abwärtstrend. Das ist ganz schön korrektiv, was er hier runterschiebt, aber
Es ändert nichts daran, dass in einer Bewegung sich hinten raus immer ausbeschleunigt halten oder aufbeschleunigt insbesondere. Das heißt, wenn es unserem DAX hier gelingt, sich hier unten drunter und am unteren Tagesband wieder zu etablieren, da kann er auch nochmal gut Feuer reinkommen. Und da wäre ich ein bisschen vorsichtig, würde deswegen jetzt hier nicht unbedingt jetzt hier den Kopf in den Sand stecken, aber wenn eben Verkaufssignale kommen, im Sinne von zum Beispiel, ich löse ein Muster nach unten auf, würde ich das einfach dann auch schon ernst nehmen. Ne? Insbesondere wenn man offene Long-Position hat und auch keine Shorts, dass man dann vielleicht einfach sich erstmal für weitere Bewegungen nach unten orientiert. Ne? Und oben, wie gesagt, guckt euch das neue Hoch an, wenn er am Dienstag über die 14.200 steht. Das wird wichtig. Ne? Wie wird das neue Hoch vom Markt angenommen? Das ist alles entscheidend dann. Macht er das gut, kann er das gut halten, stellt er sich schön drüber, verteidigt die 14.200 von oben, dann ist hier Platz bis an die Kante und höher. Macht er das nicht gut, haut sich nur wieder richtig nach unten ins Knie, würde das eher darauf deuten, dass wir auf kurz oder lang hier nochmal einen kräftigen Bruch nach unten kriegen. Ja, damit würde ich das Video jetzt hier erstmal zulassen, zu machen. Wünsche euch viel Glück zum Dienstag. Dienstag haben wir ja nicht Montag. Viel Erfolg. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.